Hallo meine Lieben, ja, heute seht ihr mal ein ganz anderes Format von mir und auch mich ein bisschen anders, hier mal ein bisschen draußen in der Natur. Und ihr seht, ich habe auch noch schweres Gepäck dabei und zwar bereite ich mich vor auf eine Reise. Ich möchte nämlich nach Spanien auf den Jakobsweg gehen und los geht es in etwa 2 Wochen. Wie gesagt, ich bereite mich jetzt schon ein wenig vor und habe hier schon mein ganzes Gepäck, was ich dann in Spanien auch haben werde, mit dabei. Meine Klamotten einmal an, die ich dann auch in Spanien tragen werde. Wichtig, Schuhe einlaufen. Sehr, sehr wichtig, weil dort läuft man ja jeden Tag und hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ach, hier unterbreche ich jetzt einfach mal. Klar geht das, aber das ist ja nicht das Ziel der Sache. Ich habe mir vorgenommen, diesen Weg in etwa 3 bis 4 Wochen zu schaffen. Ich denke, das ist realistisch. Ich werde nicht in Frankreich wie viele starten, sondern also in Irun, sondern ich werde starten in Bilbao. Also ich habe dann schon quasi eine ganze Strecke abgekürzt. Ich glaube, die Originalstrecke geht über 900 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Und meine Strecke, die ich gehe, geht etwas über 500 Kilometer. Fürs erste Mal, finde ich, aber ist das auch genug und es wird auch mein erster Urlaub sein, wo ich ganz alleine irgendwo unterwegs bin. Ich bin auch schon dabei, ein bisschen Spanisch zu lernen. Klappt noch nicht so super, aber ich werde mal schauen. Also ein bisschen, so ein paar Brocken kriege ich schon hin. Ja, dann zeige ich noch mal ein bisschen. Hier ist mein Rucksack, wo ich alle Sachen drin habe. Hier, ganz wichtig für den Camino, natürlich eine Jakobsmuschel. Ah, ich krieg's nicht anders gedreht, leider. Dann habe ich in meinem Rucksack ja natürlich Klamotten drin, dann so Badeutensilien, also Sachen zum Waschen, Zahnbürste, diese ganzen Sachen, halt so ein Kulturbeutel, sehr dünne Mikrofasertücher. Es war gar nicht so einfach, das alles einzukaufen, weil man muss ja wirklich darauf achten, dass es extrem leicht ist. Es darf halt man darf halt nicht zu viel Kilos mit sich rumschleppen. Empfohlen ist 1/10 des Körpergewichtes. Das wären bei mir jetzt gut 6 Kilo gewesen. Das ist mir einfach zu wenig gewesen. Da bin ich nicht mit zurechtgekommen. Ich bin jetzt bei, wenn ich mein Trinken komplett voll habe, also meine 2 Liter Trinken, die ich drin habe. Ihr seht, hier ist so ein Schlauch, den man dann einfach so in den Mund stecken kann und daraus kann man dann trinken. Und im Rucksack drin ist dann wie so ein Tetra-Pack, sage ich jetzt mal. Wie so eine Tüte sieht das aus. Und da sind eben 2 Liter Wasser drin. Genau, es wird natürlich sehr heiß sein. Es ist ja Sommer. Also brauche ich auf jeden Fall viel zu trinken. Deswegen 2 Liter Wasser. Und was werde ich sonst noch so dabei haben? Wirklich nur minimal. Was ich aber dabei haben werde, ist die Kamera. Und ich werde gucken, entweder über Facebook oder vielleicht auch mal über YouTube, so ein ganz kurzes Video allerdings nur, dass ihr auch so ein bisschen mit dabei sein könnt. Ich werde aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Kamera mitnehmen und werde natürlich zwischendrin filmen. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich einen Film zusammenschneiden und werde den natürlich auch auf dem Kanal hochladen, dass ihr das auch dann noch ein bisschen im Nachhinein verfolgen könnt. Und ansonsten, wer Lust hat, das einfach ein bisschen mitzuverfolgen, ich werde mal gucken, ob ich in diesem Video hier unten in der Infobox etwas verlinke, wo ich dann vielleicht auf Facebook eine externe Gruppe oder irgendwie sowas mache, wo dann auch meine Familienmitglieder und so darauf zugreifen können und das eben angucken könnt. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr da auch gerne reingucken und mich so ein bisschen auf meiner Reise quasi begleiten. Ja, so, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch groß was sagen möchte, aber ich glaube, das war es auch schon. Mehr gibt es eigentlich jetzt vor der Reise quasi nicht zu erzählen. Ja, ich hoffe, dass ich das alles gut hinkriege. Das erste Mal so ganz alleine. Ja, das wird schon eine Umstellung, aber wie ihr seht, ich freue mich auch drauf auf jeden Fall. Und das Einzige, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist, ich bin da mal weg.